Heute werden wir einen Bratapfel herstellen aus einem Boskop. Boskop ist ein schöner Winterapfel, der eignet sich hervorragend, um den zu backen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Zutaten für unseren Apfel. Ein Apfel ist klar, den füllen wir. Dann Marzipan, ein paar Nüsse, Rosinen, ein bisschen Marmelade, Orangeat, Zitronat. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Füllungen gibt es wie Sand am Meer. Man kann den Apfel zum Beispiel nur mit Vanillepudding füllen. Oder man kann Dominosteine einfach klein schneiden und damit den Apfel füllen. Man kann ihn nur mit Marzipan füllen. Man kann ihn auch mit Apfelmus füllen, auch nicht schlecht. Also da gibt es diverse Varianten. Als erstes mache ich mir ein bisschen Marzipan für meine Füllung klein. Und werde den mit ein bisschen Rum, in dem Fall Strohrum hier, einfach ein bisschen weich machen. Es wird jetzt eine relativ kräftige Mischung. Ihr könnt Milch nehmen, ihr könnt Wasser nehmen. Oder ihr könnt auch zum Weichmachen noch ein bisschen Marmelade zusetzen. In dem Fall ist hier eine Aprikosenmarmelade. Das machen wir erstmal weich zu einer homogenen Masse. Ihr könnt jetzt natürlich eine Gabel nehmen, aber am besten, am schnellsten macht sich das mit der Hand. Als nächstes gebe ich der Masse ein paar Rosinen zu. Ein bisschen Orangeat. Oder Zitronat. Das ist jetzt nur ein reiner Vorschlag. Ihr könnt auch klein gemachte Ingwerstäbchen nehmen, der Ingwer mag. Ich finde im Zitronat ganz toll oder Orangeat. Hacken wir auch noch ein paar Walnüsse. Wie gesagt, Vorschlag. Ihr könnt Haselnüsse nehmen. Erdnüsse. Mandeln. Und was man nicht unterschätzen sollte, einfach einen Dominostein nehmen. Den klein hacken. Gibt auch einen wunderbaren weihnachtlichen Geschmack. Als Gewürz gebe ich hier noch ein bisschen Lebkuhl-Gewürz zu. Man kann auch Zimt nehmen. Prise Salz, nicht vergessen, überall wo was Süßes ist, nehme ich auch immer eine Prise Salz mit rein. So, das wird jetzt alles schön vermengt. Dann kommen wir zu unserem Apfel. So, da habe ich jetzt einen schönen roten Boskop. Da schneide ich erstmal unten so 2-3 mm weg, dass er stehen bleibt. Er fällt jetzt also nicht mehr um. Jetzt schneide ich ungefähr so einen Zentimeter ab. Und dass ich merke mir, dass die auch wieder übereinander kommen, mache ich mir so eine kleine Kerbe rein. Man kann natürlich auch Zahnstocher jetzt reinstecken, damit man die weiß, wo sie waren. Mache ich ungern, weil ich ungern Fremdkörper reinnehme. Weil die vergisst man herauszunehmen. So, jetzt schneide ich mir oben was ab als Deckel. Hätte ruhig jetzt ein bisschen größer sein können. Dann nehme ich mir meinen Ausstecher, meinen Kerngehäuse-Ausstecher und werde das Kerngehäuse großzügig entfernen. Nun kommt es auch immer darauf an, wie viel Füllung möchtet ihr drin haben.
bei so einer Marzipanfüllung ist eine relativ schwere Füllung. Das heißt also, da ist man nach 2-3 Löffeln satt. Würde ich eher nicht so viel groß ausstechen. Wenn ich jetzt hier ein Vanillecreme reinfüllen würde, würde ich den ruhig fast komplett aushöhlen. So, jetzt nehmen wir unser Unterteil wieder mit der Kerbe und setzen ihn wieder so zusammen. Dann haben wir unten einen Abschluss. Das heißt, unten läuft nichts raus. Jetzt werden wir anfangen, den Apfel mit unserer Füllung zu füllen. Jetzt setzen wir wieder unseren Deckel rauf. Schön wäre, wenn man jetzt noch einen Deckel hätte, wo noch so ein Stiel rausguckt. Aber da kann man nach dem Backen eventuell aus einem Stück Zitronengras oder so ein Stiel formen. Jetzt werden wir einfach den Apfel, so wie er ist, auf ein Backblech packen und werden ihn backen. Dieses, so wie es jetzt hier ist, kann man durchaus, wenn man jetzt morgen zum Beispiel Gäste erwartet, kann man sich 4-5 Stück schon fertig machen und das Blech legen. Umso länger diese Füllung jetzt da drin ist, umso besser zieht die jetzt nach außen durch. Als nächstes heizen wir unseren Ofen vor. Wer es besonders eilig hat, heizt ihn auf 200 Grad vor, dann wird der Apfel relativ weich außen und die Füllung wird noch nicht so doll backen. Wer es nicht ganz so eilig hat, backt ihn bei 140 Grad, 150 vielleicht. Da wird er wesentlich länger brauchen, aber der Apfel ist im Ganzen durchgebacken. So, im Backofen, 140, 150 Grad. Der Backofen muss nicht zwangsläufig vorgeheizt sein. Ihr könnt ihn auch in einen kalten Ofen stellen und dann natürlich einschalten. So, das ist jetzt unmittelbar nach dem Schieben. Der Ofen hat gerade mal jetzt 50 Grad. Ich schätze, aber hochgestellt auf 150. Ich schätze mal, na, dreiviertel Stunde, Stunde wird es mindestens dauern. Backzeit 20 Minuten. Backzeit jetzt 45 Minuten. Der sollte jetzt gut sein. So, der ist jetzt leider so ein bisschen verrutscht. Wahrscheinlich war er nicht unbedingt ganz gerade unten abgeschnitten. Darauf sollte man also achten. Jetzt wird er noch schön angerichtet auf dem Teller mit ein bisschen Vanillensoße oder mit selbstgemachtem Eierlikör und ein bisschen übergestaubt. So, jetzt noch ein ganz bisschen Puderzucker rüber. So ein bisschen von unserem selbstgemachten Eierlikör an die Seite. Natürlich ohne den Rand komplett einzusauen. So wie ich es jetzt hier gemacht habe. Also solltet ihr euch kein Beispiel dran nehmen. Oben als Stiel. Noch ein bisschen Zitronengras rein. Dann habe ich hier noch ein oder zwei Minzblätter. Die sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Das liegt aber daran, die haben so ein bisschen Frost gekriegt.
Und fertig ist der Apfel. Hier sehen wir jetzt unseren fertigen Bratapfel an selbstgemachtem Eierlikör. Für den Eierlikör werde ich euch noch einen Link reinstellen. Den habe ich gestern gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht dieses Mal nach. Solltet ihr jetzt Vorschläge haben, welches Gebäck ich noch für euch herstellen soll, einfach einen kurzen Satz in den Kommentaren. Ich werde versuchen, das dann möglichst bald für euch umzusetzen.